Am 4. Februar 1929 wurde in Ratzen bei Losa ein furchtbarer Mord entdeckt. Auf dem etwas abseits gelegenen Gehöft des Gemeindevorstehers wurden seine Leiche sowie die seiner Ehefrau, Tochter und Schwester entdeckt. Schnell geriet der 17-jährige Pflegesohn der Familie in Verdacht, denn er fehlte seit der Zeit, da das Verbrechen geschah. 4 Tage später konnte er in der Nähe zur Grenze der Tschechoslowakei verhaftet und ins Amtsgerichtsgefängnis nach Hoyerswerda gebracht werden. Walter M. wurde am 18. April 1929 vor dem großen Jugendgericht in Görlitz der Prozess gemacht. Im Verlauf wurde klar, dass es sich nicht um einen Raubmord handelte, sondern dass es zunehmend Unstimmigkeiten und Streit in der Familie gegeben hatte. Er erschoss zuerst die 3 Frauen und später den von einer Beerdigung heimkehrenden Johann W. mit einer Schrotflinte. Die Nacht über blieb er noch im Haus, dann floh er mit dem Fahrrad seines Pflegevaters. Die Taschenuhr des Toten und etwas Geld nahm er mit. Der Staatsanwalt beantragte die für einen Jugendlichen zulässige Höchststrafe von 10 Jahren Gefängnis. So lautete am Ende auch das Urteil.